Moin Leute und ich begrüße euch zurück aus meiner Toulouse-Pause zu den LoL-News, die leider noch ein wenig verspätet kommen, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir. Da ich im Urlaub war, kann ich natürlich auch nicht so viel darüber berichten, was jetzt wirklich in der Szene los war. Ich habe mir ein paar Lesezeichen gemacht, ich versuche ein bisschen durchzulesen und ich hoffe, es langt, um die News ein wenig zu füllen. Über Tournaments habe ich echt dieses Mal gar keine Ahnung. Da schaut ihr einfach auf lolesports.com und nochmal in der Beschreibung. Dort seht ihr Tournament-Ergebnisse und somit würde ich doch auch gleich sagen, fangen wir an mit dem ersten Spot. Schon seit einer längeren Zeit bekannt ist, dass das Battleground-Event, also im Prinzip auch der Ersatz, der die Entschuldigung für Riot Games ist, dass sie dieses Jahr nicht an der Gamescom sind. Es ist ein Tournament, was in den USA schon richtig angelaufen ist, in Europa jetzt erst wirklich anfängt, und zwar für Teams, die sich selber kennen, und es ist für jeden. Das heißt, jeder kann bei diesem Tournament antreten und es gibt kleine Preise zu gewinnen, wie zum Beispiel IP-Bonus oder einen Skin oder so. Zumindest in den Qualifiers. Was danach kommt, hat Riot Games bis jetzt noch nicht bekannt gegeben. Aber es wird bestimmt auch ein saftiger Preis dahinter stehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Als nächsten Spot habe ich ein sehr amüsantes Thema herausgefunden. Und zwar planen Riot Games dieses Jahr eine Cosplay-Challenge. Cosplays gehören ja schon immer zu der League of Legends Szene, da sich die Charaktere sehr gut in Cosplays umsetzen lassen und somit sich auch sehr gute Cosplays dabei herausstellen. Dieses Jahr gibt es einige Preise zu gewinnen, wenn man die Cosplay Challenge completet. Es geht dabei darum, Cosplays so abzubilden, wie es in den verschiedenen Runden vorgegeben ist. Zum Beispiel im Mai bei Kämpfern und Freunden, wie sich Cosplayers gegenüberstehen und gegeneinander kämpfen oder Spaß haben. Im Sommer ganz klar Poolparty im Vordergrund. Man soll ein Cosplay zusammenstellen von mehreren Leuten. Ein Foto erstellen, was aussieht wie das Poolparty Splash. Zu den Tournaments hin wird es dann ein wenig aggressiver, es soll wirklich kämpferisch aussehen. Und im Winter, im Dezember genauer gesagt, besteht die Challenge darin, einen Winterskin herzustellen. Für engagierte Cosplayers ist bestimmt diese Aktion super. Ich finde es auch immer wieder toll, mir Cosplays so anzuschauen und die Bilder, die dabei entstehen. Mich würde gerne mal interessieren euch Cosplays? Schreibt sie doch gerne unten in die Kommentare. So, und das war es jetzt auch schon mit der heutigen LoL-News-Folge. Nächstes Mal wird es bestimmt wieder vollgepackt sein. Schon ein wenig mit Vorfreude auf die ACS-Games sowie auf die Summer-Split, die jetzt bald schon ansteht. Und folgt mir doch gerne auch auf Twitter. Dort könnt ihr mir auch Sachen schreiben. Wenn ihr irgendwelche News habt, schreibt sie mir einfach bitte. Sie werden sehr wahrscheinlich reinkommen, weil ich habe manchmal nicht so viele Themen und dann suche ich mir irgendeinen Scheiß schon zusammen. Und somit bleibt mir doch nur noch zu sagen, LoL-News sind immer noch Chefsache. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.